Hallo Freunde! Habt ihr dieses Jahr der Natur schon was Gutes getan und einen Nistkasten für Vögel aufgehangen? Nein? Na dann wird's aber allerhöchste Zeit. Man sagt ja so, März, spätestens Ende März sollte man das tun. Ja, damit dann die Vögel auch ihre erste Brut starten können. Manche Vögel brüten ja auch mehrmals im Jahr. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man das nicht März schafft. Ja, aber ich wollte euch mal motivieren, vielleicht selber mal einen Vogel- oder Nistkasten zu bauen und der Natur was Gutes zu tun. Einen Nistkasten selber bauen ist wirklich nicht so schwer, also das kann man sich ruhig mal trauen. Da muss jetzt nicht unbedingt so aussehen. Es gibt auch einfachere Modelle, da gibt es ganz viele verschiedene Baupläne im Internet. Schaut einfach mal rein. Falls du keinen Nistkasten bauen kannst oder nicht willst oder aus welchem Grund auch immer, ne, man kann natürlich auch bei mir einen kaufen oder auch woanders. Ich habe allerdings nur die Premium-Qualität aus sibirischer Lärche, richtig massiv, schwer, unverwüstlich, wie ihr das von mir kennt. Zwei Stück gibt es noch, die anderen zwei oder drei, die ich noch habe, brauche ich selbst. Ja, die verkaufe ich aktuell für 55 Euro. Ja, ihr hört richtig, 55 Euro, liegt einfach an den gestiegenen Holzpreisen. Sibirische Lärche ist kaum noch lieferbar und nahezu unbezahlbar. Ja, aber 55 Euro für so eine Premium-Qualität ist immer noch ein guter Preis. In diesem Video geht es allerdings nicht um meine Nistkästen, sondern um ein neues Modell. Das ist ein Prototyp. Schaut mal, hier habe ich mal noch einen kleinen gebaut. Ja, ist der nicht niedlich? Das ist ein ziemliches Monsterteil, ich weiß. Das ist nämlich auch keiner für Meisen, sondern für Stare. Ich hatte mal einen Starkasten, der hing ewig da an meiner Laterne. Und ja, da ist irgendwann auseinandergefallen. Das war auch so ein selbstgebauter vom Vorgänger noch. Und die Stare im letzten Jahr und auch vor zwei Jahren sind dann bei mir in der Bienenbeute oder in dem Schiffertrüh eingezogen. Und dafür ist er ja nicht gedacht. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Jahr einen neuen Starkasten bauen, in der Hoffnung, dass die Stare wieder hier einziehen. Und ich denke, das werden sie auch tun. Wie ich diesen Starkasten gebaut habe, das seht ihr gleich. Habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Aber das Spezielle an diesem Starkasten könnt ihr auch schon am Videotitel erkennen, ist, hier drin befindet sich eine Kamera. Eine richtig gute Kamera, hoffe ich, denke ich. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber die macht einen sehr wertigen Eindruck. Ist extra dafür entwickelt worden, weil mit dieser Kamera kann man per WLAN-Verbindung, beispielsweise übers Handy, die Vögel im Nistkasten beobachten. Und das Ganze heimlich, weil die Kamera, ja, die hat zwar ein paar Zusatzleuchten, Infrarot und so, aber das ist alles so gebaut, dass die Tiere sich nicht gestört fühlen. Ich habe ja schon so eine Kamera im Vogelhaus, nennt sich das, da oben. In diesen Nistkasten da an der Laterne, das Ding hatte ich auch mal gesponsert bekommen. Allerdings, naja, was soll ich sagen, es sind noch nie Vögel eingezogen. Das war ja auch so ein fertiger Nistkasten, der ist ziemlich klein. Also der hat wirklich winzige Maße von der Grundfläche. Und die Vögel, die da immer drin waren, die haben maximal da übernachtet. Und dann sind sie früh wieder raus. Aber da ist seit zwei oder drei Jahren, habe ich das Ding schon da hängen, noch kein Nest drin gewesen. Nun habe ich vor, diese Kamera von diesen Kamera im Vogelhaus original Nistkasten in eins meiner Nistkästen einzubauen, wobei ich dann wahrscheinlich den Kasten noch ein bisschen optimieren muss, von der Höhe noch ein bisschen höher machen, dass einfach der Raum hier oben da ist. Ja, und dann habe ich, wie es der Zufall so will, im Internet ganz, ganz zufällig, ja, kennt ihr ja, eine Werbung gesehen von einer WLAN-Kamera ohne Nistkasten. Da habe ich drauf geklickt und siehe da, Mensch, die Kamera ist ja sogar günstiger als das Modell, was ich da oben in diesem Nistkasten habe. Möglicherweise gibt es noch günstigere Kameras, aber man muss immer bedenken, je billiger meistens die Kameras sind oder allgemein Produkte sind, je schlechter ist dann die Qualität. Und ich wollte auf jeden Fall nicht auf die gute Aufnahmequalität verzichten. Und deswegen habe ich mich entschieden, mal so eine Kamera zu testen. Ich habe den Hersteller prompt angeschrieben. Ja, ich hätte sie mir auch gekauft, aber der Hersteller meinte, er würde sie mir auch gerne sponsern, wenn ich ein tolles Video dazu mache. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, so eine Kooperation ist ja schön und gut für mich, aber was haben denn meine Zuschauer davon? Ja, und prompt habe ich einen Rabattcode bekommen. Der ist zwar jetzt nicht so hoch, aber besser als nichts, nämlich 3%. Mir wurde gesagt, die Gewinnspanne bei so einer Kamera ist nicht so groß und deswegen geht halt nur 3%, aber 3% sind immerhin 3%. Ja, und ich habe das Ding jetzt hier mal eingebaut. So, und werde euch jetzt erstmal die Aufnahmen zeigen, die ich gemacht habe während der Bauphase. Falls ihr sowas nachbauen wollt, dann könnt ihr das hiermit tun. Viel Spaß! So sieht die Verpackung aus, wenn ihr das geliefert bekommt. Alles nochmal ordentlich separat verpackt. Eine Anleitung, mehrsprachig. Die eigentliche WLAN-Kamera befindet sich in dieser Kiste, nochmal separat gepolstert. Ja, mein erster Eindruck war recht positiv. Man sieht hier auch diese LEDs, einmal die Infrarot, dann die Taglicht-LEDs, die verbaut sind.
Das CE-Zeichen hinten ist mir auch gleich aufgefallen. Hier eine Metallhalterung dazu, die dann wahrscheinlich so angeschraubt wird. Später habe ich sie etwas anders angeschraubt. Hier noch eine Antenne, das ist die WLAN-Antenne. Ja, die kann man dann beliebig in verschiedene Richtungen ausrichten, wie man das halt möchte. Als Stecker ist hier dieses Teil dabei. Und das Ganze soll ja wasserdicht sein, ja, wenn man das draußen installiert. Sieht man an den IP44, Spritzwasser geschützt. Ein 10 Meter Verlängerungskabel lag auch in der Kiste. Das Ganze wird auch mittels diesem Stecker mit diesem Schraubverschluss wasserfest verschraubt. Ja, und das andere Ende passt dann an die Kamera dran. Zuerst habe ich natürlich die Bretter zugesägt. Da macht sich eine Kappsäge wirklich prima. Da kann man nämlich die Gehrungsschnitte einstellen, dass das so 15 Grad geneigt ist. Einmal für die Seitenwände und hier habe ich jetzt die Rückwand und das Vorderteil schräg abgesägt, damit es dann mit den Seitenwänden idealerweise zusammenpasst. Ja, hier sieht man, dass die Bretter etwas krumm sind. Das ist öfters so. Man muss mal schauen, dass man gerade Bretter kauft. In meinem Fall ist es nicht so schlimm. Ich habe eine abrichtige Hobelmaschine. Damit kann man dann die Seiten abhobeln und dann werden die richtig eben. Der einzige Nachteil ist, das Holz wird natürlich etwas schwächer danach. Also es waren ursprünglich 22 mm und dann waren es noch 18. Als nächstes habe ich die Hölzer an den Seiten im 90 Grad Winkel abgesägt. Ja, damit die Teile dann halt auch optimal zusammenpassen. Wasserfester Leim, D4 nennt sich das Ganze. Links findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Man könnte natürlich auch Schrauben verwenden, aber Nägel sind deutlich besser, was die Stabilität betrifft und die Gefahr, dass das Holz spaltet, ist auch geringer. Man müsste halt bei Schrauben vorbohren. Ja, den Leim ein bisschen glatt streichen. Hier ist mir leider das Holz ein bisschen ausgeplatzt, als ich das Loch gefräst habe mit einem uralten Bohrer, 48 mm. Aber das ist nicht so weit auch schlimm, das ist vorne das Teil. Das Flugloch sieht man ja. Hier habe ich noch eine Leiste als Anfluglandehilfe angenagelt. Braucht man nicht unbedingt, aber ich mache die halt grundsätzlich bei meinen Kästen dran. Ja, das Ganze wird wieder ordentlich festgenagelt und verleimt. Und so sieht das jetzt aus. Die Bodenplatte wird natürlich auch ordentlich mit Leim eingeschmiert und dann passgenau vorher zugesägt. Mit einer Zwinge noch ein bisschen angepresst, damit das dann auch schön abschließt alles. Und festgenagelt. Drei Nägel an der Seite und zwei Nägel dann auf der Rückseite. Sieht auch schon mal gut aus. Das wird jetzt die Platte, wo die Kamera befestigt wird. Da zeichne ich erstmal die Mitte an. Und mit diesem Bohrer kommt dann hier dieses Loch rein. Kann ruhig etwas größer sein als die Kamera. Diese U-Schiene hatte ich noch da. Da habe ich mir ein Holz zurechtgehobelt, was genau richtig straff in diese U-Schiene reinpasst. Ja, und dann habe ich das ein bisschen ausgerichtet und die Kamera an den Holz befestigt. Anschließend nochmal ausgerichtet, dass die Kamera direkt über dem Loch sitzt, angezeichnet, die U-Schiene am Holz befestigt und so kann man die Kamera jederzeit ohne Probleme einfach mal entfernen und straff fixieren. Jetzt muss die Platte natürlich im Nistkasten auch irgendwie befestigt werden, dazu zeichne ich mir erstmal an, wo ich die Leisten dann später festtackern werde. Einfach ein paar Leisten mit Leim beschmieren, hier habe ich eine Nagelpistole. Wird dann festgetackert. Von außen noch ein paar Nägel muss man natürlich messen, damit man auch die Leiste trifft. Ja, und auf der anderen Seite genauso. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kann man einfach die Platte reinlegen. Man muss sie nicht unbedingt festschrauben. Die ist schwer genug. Die hält auch. Die geht nicht raus. Aber ich habe mich dafür entschieden, sie trotzdem festzuschrauben.
Beachtet mal bitte nicht hinten das Holz, warum das jetzt schräg abgesägt ist. Das war ein Baufehler meinerseits. Ich hatte das nämlich erst anders reingeschraubt. Das erkläre ich euch später nochmal. So, hier habe ich übrigens noch ein paar Löcher reingebohrt, falls dann irgendwie doch Wasser eindringen sollte, dass das wieder abfließen kann. Und hinten kommt ein schräges Loch rein, weil ich muss ja die Kabel nach außen führen. Und schräg deswegen, dass das Wasser auch nicht reinlaufen kann. Wobei ich dann später auch das Loch noch abdichten werde. Ja, das Loch muss groß genug sein, damit man die Kabel natürlich durchstecken kann, inklusive Stecker. Jetzt fehlt noch die Frontklappe zum Reinigen des Kastens. Die ist auf jeden Fall sehr wichtig, damit man den Kasten viele Jahre benutzen kann. Die wird soweit reingeschoben und auch passgenau, dass die dicht ist, also dass die etwas überlappt mit dem Frontteil. Und dann kommt auf jeder Seite ein Nagel rein. Das ist wie so ein Drehgelenk. Man kann das hier perfekt auf- und zumachen und reinigen. Damit die Klappe nicht von alleine aufgeht, werden jetzt hier noch solche Teile befestigt. Man kann auch einfache Hölzer nehmen. Irgendwas hatte ich früher genommen. Das sind Fensterverschlussriegel oder wie sich die nennen. Wichtig ist, dass man auch das Einflugsloch und auch die Leiste, die Kanten etwas abschleift, damit sich die Vögel nicht verletzen. Die Dachplatte, das ist eine Siebdruckplatte, habe ich mir zurechtgesägt und überlegt, wie ich die Scharniere anbringe. Mich dann dafür entschieden, dass ich das so mache, wie ihr das jetzt hier seht. Ja, ich finde das ideal, man sieht die Scharniere nicht. Die Dachplatte überlappt an allen Seiten, auch hinten, wenn man das so macht. Und der Vorteil ist, dass halt jetzt kein Wasser theoretisch eintreten kann. Jetzt kommt hinten noch eine Leiste dran, um den Nistkasten letztlich irgendwo zu befestigen. Hier sollte man allerdings beachten, dass diese so dick ist, dass man dann auch später die Klappe aufbekommt. In meinem Fall habe ich die Leiste leider etwas zu dünn gewählt. Aber kein Problem, im fertigen Zustand habe ich das nochmal abgeändert. Damit der Deckel nicht von alleine aufgeht, kommt hier noch eine Schraube rein, die man jederzeit rein- und rausschrauben kann. Das Ding ist, wie allzu oft, ein Prototyp. Na, ich hoffe, ihr konntet trotzdem dem Ganzen so ein bisschen folgen. Ich habe leider keine genauen Maße. Also ich habe jetzt keine Zeichnung angefertigt, sondern ich baue immer nach dem Prinzip, ich gucke mir das Holz an und denke, ja, könnte so sein, könnte so passen. Und dann lege ich das einfach zurecht. Aber ich kann euch mal die Maße nennen. Die Rückwand ist 46 cm in der Höhe und in der Breite 23. So, vorne. Durch die 15 Grad Schräge sind es noch 40 cm. Ja, man hat ja einen Teil hier oben durch die Kamera, ist da ein Teil weg. Also der Innenraum selbst ist noch ungefähr 34 cm Oberkante. Bis zum Flugloch, ja, so ungefähr 28 cm. Das habe ich im Internet gelesen, dass man das bei Starken so machen sollte. So ungefähr 28 cm. Weil die bauen ja eh noch ihr Nest rein und so. Und dann haben die ja durch die Klappe, die hier innen liegend ist, so was wie eine Sitzkante. Also die können dann drauf hüpfen, drin auf die Kante, hier rausklettern, dann auf der Kante sitzen und wegfliegen. Das Flugloch ist in meinem Fall 48 mm, also 4,8 cm, weil ich keinen 45er Bohrer hatte. Also es würde auch ein 45er Loch reichen, aber spielt keine Rolle. Auf jeden Fall größer als 45. Wenn man Glück hat, da gibt es noch so eine andere Vogelart, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es gibt auch andere Höhlenbrüder, die groß sind und ja, da passen die halt auch rein. Müssen wir mal schauen, ob da Stare einziehen oder was auch immer hier einzieht. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt. So, die Tiefe habe ich euch noch nicht gesagt. Also das ist 24, das Holz. 24, ja, und 23. Keine Ahnung, warum ich das jetzt 1 cm anders gemacht habe. Ja, solche breiten Bretter kriegt man schwer zu kaufen. Man nimmt entweder 3-Schicht-Holz, kauft auf jeden Fall nicht diese Möbelbauplatten, die ineinander geleimt sind, weil die sind nämlich nicht wetterfest. Oder man nimmt halt hier Schalungsbretter, die gibt es manchmal in der Breite, die sind auch relativ günstig, relativ, ne? Und ja, dann kann man solche großen Kästen bauen. Ich hatte die Schalungsbretter noch rumstehen, deswegen war das jetzt für mich kein Problem. Je dicker das Holz, umso besser. In dem Fall hier sind es, glaube ich, 19 noch gewesen. Ich musste das ein bisschen abhobeln, habt ihr ja gesehen. Ja, die Premium-Nistkästen hier in der sibirischen Lärche sind 25 mm, sind auch wirklich schwer. Ja, und ansonsten habt ihr ja alles gesehen. Das hatte ich, glaube ich, im Video erklärt bei den Aufnahmen. Ich habe das hier schräg gesägt, weil ich vorher die Kamera so eingebaut hatte. Also so seitlich. Und dann habe ich das absägen müssen, weil da vorne so wenig Platz war. Und dann ist mir eingefallen, ja, warum baue ich das eigentlich nicht so rum rein?
Wie ihr seht, das ist halt ein Prototyp, ja. Da kann man immer noch ein paar Dinge verbessern. Stört nicht, wenn das jetzt hier schräg ist, aber man kann es halt auch gerade lassen. Ja, ansonsten würde ich die Maße jetzt genauso übernehmen, wenn ich das nochmal neu baue. Eventuell hier vorne das ein bisschen größer machen. Man kann das hier ein bisschen weiter überlappen. Könnte man machen. Das ist jetzt das Einzige, was ich vielleicht optisch noch ein bisschen anders machen könnte. Aber man kann es auch so lassen, ist egal. Jetzt fehlt nur noch der Anstrich. Das mache ich dann, nachdem ich das Video gedreht habe. Und wenn der Anstrich dann komplettiert ist, gibt es ein zweites Video. Da werde ich nämlich diesen Nistkasten und noch meine anderen Premium-Nistkästen hier bei mir auf dem Grundstück aufhängen. Wenn man übrigens keinen Baum hat, gibt es ja viele von euch, die keinen Baum haben, ne? Denke ich mal. Da nimmt man sich halt einen langen Pfosten oder so, den man in der Erde ein bisschen einbetoniert oder mit einer Schlaghülse im Erdboden befestigt. Ich habe hier im Hintergrund auch noch ein paar Pfosten liegen. Vielleicht mache ich das auch irgendwo hier mal hinstellen. Dann sollte man allerdings beachten, dass das wirklich ein massiver Nistkasten ist, ja, der richtig eine Wandstärke hat. Vielleicht auch so ein Spitzdach, dass die Wärme hier oben besser entweichen kann, damit dann, wenn die Sonne drauf knallt, das Ganze sich nicht so aufheizt hier drinnen. Ja, ein paar Lüftungslöcher schaden auch nicht. Apropos Lüftungslöcher, das muss ich noch testen, weil da stand in der Beschreibung drin, wenn man die Kamera am Tag anhat und das Licht vielleicht nicht ganz ausreicht, was hier vorne reingeht, dass man hier vielleicht noch eine Öffnung macht, irgendwo mit einem Plexiglas davor. Das muss ich jetzt testen, weil ich habe die Kamera noch gar nicht ausprobiert. Aber dazu muss ich jetzt erstmal die Beschreibung lesen. Ich tue mich immer schwer bei solchen technischen Sachen. Ja, das seht ihr jetzt noch und dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht auch sowas nachbaut, mir davon berichtet. Die Links zur Kamera und so findet ihr alles in der Videobeschreibung, den Code für die 3% Rabatt ebenfalls. Ho, das ist ja mal sehr cool. Also ich bin ja jetzt ein bisschen begeistert. Ich bin ja oft begeistert, wisst ihr ja, aber jetzt bin ich wirklich begeistert, denn ich habe zum ersten Mal eine Kamera installiert und das gleich auf Anhieb hinbekommen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Ja, da es jetzt nicht die erste Kamera ist, die ich installiere, vom Prinzip geht das immer auch gleich. Ich habe so jetzt auch nicht gefilmt, weil da muss ich, das dauert zu lange, dachte ich, aber ich hätte es eigentlich filmen können. Ja, vom Prinzip ganz einfach. Man lädt so eine App runter, steht auch hier, muss man einfach runterladen und dann ist es alles erklärt. Also Schritt für Schritt, da muss man so einen QR-Code mit dieser Kamera, die hier drin ist, muss man da so abscannen und dann weiß das Handy, die Kamera ist jetzt da. Und dann muss man halt noch Wi-Fi, wie das heißt, verbinden. Das ging aber hier automatisch. Fakt ist, ich will es jetzt gar nicht so im Detail erklären. Ich sehe jetzt hier, was die Kamera sieht. Schaut mal, war das scharf oder war das nicht scharf? Ach, wird nicht scharf, doch jetzt. Also, ich habe ja bewusst die Kamera so eingebaut, dass ich die entnehmen kann. Warum? Gibt mehrere Gründe. Einerseits befindet sich jetzt hier eine SD-Karte drin und die brauche ich, um eine Videoaufzeichnung zu speichern. Ich kann das wahrscheinlich auch direkt auf dem Handy speichern, aber ich kann es halt auch auf dieser SD-Karte speichern. Und dann kann ich das für meine Videos, wenn ich dann später mal Videos mache von den Aufnahmen da drin, kann ich dann hier hochgehen, Klappe auf, SD-Karte rausnehmen, Klappe zu. Das mache ich natürlich erst, wenn die Vögel ausgezogen sind, damit ich die Brut nicht störe. Ja, und dann kann ich dazu dann das Video dementsprechend euch präsentieren. Richtig geil, also richtig, richtig geil. Ja, und dann, ach so, das wollte ich ja noch sagen. Man muss natürlich die Schärfe einstellen können, aber das sieht ja schon total scharf aus hier. Das sieht richtig scharf aus. Schaut mal. Ich habe ja nichts eingestellt. Ja, meine Kamera stellt bloß nicht scharf. Ich stell mal scharf hier. Na, seht ihr das? Sieht richtig scharf aus. Also die Aufnahme ist richtig scharf und das ohne Zusatzlicht. Ich könnte jetzt hier noch die Lampen hier drin einschalten. Da gibt es ja auch Taglichtlampen und Infrarotlampen in dieser Kamera, um die Kamera eingebaut. Ne? Und das könnte ich jetzt hier noch zuschalten. Weiß ich noch gar nicht, wie es geht. Ach doch, hier drüben bestimmt. Beleuchtungsschalter. Öffnen. Oh, guckt euch das an. Ich brauche gar keine Beschreibung. Ich kann das einfach hier mal beleuchten. Seht ihr das? Gestochen scharf. Also das ist richtig krass. Man sieht hier jede einzelne Faser von dem Holz. Seht ihr das auch? Ich kann es gerade nicht erkennen, ob die Kamera scharf stellt. Das sollte man allerdings nur am Tag machen. Also Licht einschalten, das ist ja alles selbsterklärend. Krass. Ja, und nachts, das erkennt die Kamera automatisch, wird der Farbmodus in ein Schwarz-Weiß-Bild umgemodelt, weil das mit dem Infrarotlicht dann halt zusammenhängt. Dann hat man immer noch ein schönes Infrarot-Schwarz-Weiß-Bild. Ja, also ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, hier irgendwelche Aufnahmen zu starten, weil man sieht ja nur das, was ich jetzt hier im Handy sehe, das Innenleben des Nistkasten. Aber das scheint ja alles auch selbsterklärend zu sein. Hier kann man ein Foto machen.
Zack, jetzt habe ich ein Foto gemacht, einfach hier drauf geklickt. Hier kann man sogar mit der Kamera sprechen. Probieren wir gleich mal. Zulassen, dass ein Audio aufgenommen wird. Hallo? 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 Oder, naja, gut, halt, hier drüben. Oh, jetzt habe ich was gehört. Hört ihr das? Hallo? Ach so, das ist jetzt die Kamera. Nimmt das Audio auf. Also man kann, wartet, man kann natürlich jetzt hier auch die Geräusche der Vögel wahrnehmen, wenn die dann zwitschern, wenn sie sich um die Würmer streiten. Ach, so habe ich mir das vorgestellt. Also alles selbsterklärend. Und ich dachte, ich brauche jetzt hier wieder einen ganzen Tag, um die Kamera hier in Gang zu setzen. Aber eins zeige ich euch jetzt noch. Hier muss ich noch mal gucken, was das hier für ein Taster war. Vielleicht für ein Reset oder so. Kommt ein Deckel drauf. Das werde ich noch zukleben mit Panzertape oder Silikon reinmachen oder so, dass das dicht ist, dass hier keine Bienen einziehen oder sowas. Ne? Und hier ist ja jetzt ein Kabel dabei gewesen. Das ist, glaube ich, 10 Meter lang. Und wenn man jetzt keine Stromquelle in der Nähe hat, wie ich, habe nämlich natürlich keine Stromquelle am Baum. Deswegen nimmt man sich dann hier so eine Powerstation zum Beispiel. Und dann kann man einfach mal mobil die Kamera anschließen, ja, für die Aufnahmen nutzen. Und ja, perfekt. Ist das nicht cool? Also ich freue mich jetzt schon auf die tollen Aufnahmen von der Kamera. Jetzt werde ich das Video beenden, denn ich muss noch diesen Nistkasten schon streichen. Dann nehme ich irgend so eine Wasserbasis Lasur oder irgendwas, was halt nicht so giftig ist. Ne? Wobei das hier nicht stört, weil die Vögel werden es nicht fressen. Und ich streiche das ja nur von außen. Hier die Kanten auch so ein bisschen von dem Siebdruck. Ansonsten ist das Siebdruck ja das ideale Dach. Ne? Regengeschützt ohne Ende. Ja, und dann wird das hier festgeschraubt. Und hier unten, das seht ihr dann im nächsten Video, habe ich ja jetzt diesen Stab dran. Und dann kann ich ja schön entweder eine Schelle rummachen oder einfach direkt am Baum eine Schraube reindrehen. Ich glaube, die Bäume da will ich es nämlich befestigen. Ach so, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also, ich werde den Nistkasten da befestigen und nicht da hinten. Weil, ja, habe ich mir überlegt, macht da hinten mehr Sinn, weil da ein bisschen Schatten ist, so die Äste da drauf gehen. Ja, und ich glaube, da hinten ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da irgendwelche Vögel einziehen werden, weil bei den vorhandenen Nistkästen da oben sind überall Vögel eingezogen. So Leute, jetzt interessiert mich eure Meinung, wie ihr das findet. Schreibt es doch bitte in die Kommentare und was ihr so Schönes gebaut habt für die Vögel da draußen und vielleicht noch bauen werdet. Ja, ich bin gespannt und in diesem Sinne sage ich mal danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.